Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem kleinen Jahresrückblick von 2016. Wo fangen wir an? Ich würde sagen mit dem Jänner, ne? Das neue Jahr, also 2016, hat begonnen mit dem 1. Jänner. Ja, das ist, glaube ich, jedes Jahr so, dass das neue Jahr mit dem 1. Jänner beginnt. Na, Spaß. So. Was haben wir im heutigen Jahr alles erlebt? Also ich muss sagen, für mich und meiner Familie war das heutige Jahr ja nervenaufreibend, spannend, stressig, Vollgas, ärgerlich, jedoch mit einem Happy End gesegnet. Jo. YouTube-mäßig, muss ich sagen, war alles einfach nur super. Wirklich wahr? Also... Und wir, die Community, wir, ne? Zockerbraut, der Kanal. Wir sind ja fast ums Doppelte gestiegen in diesem Jahr, ne? Also abonnentenmäßig alleine, ne? Von den Klicks rede ich gar nicht und es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ich kann es nach wie vor nicht glauben. Ich muss mich echt zwicken. Warte kurz. Au, okay, ja, läuft, geht. Wir haben noch keinen Hater. Das ist etwas, was ich nicht glauben kann, schon fast. Ich meine, nicht, dass ich mir jetzt welche wünschen würde, ne? Aber normalerweise dachte mir halt, dass ich nicht so gut ankommen würde, ne? Im großen Internet-Universum, aber ja, oder besser gesagt im großen YouTube-Universum, aber ganz im Gegenteil. Also ich kann mich gar nicht oft genug bei euch allen bedanken. Fürs ständige Lieb und freundlich sein und fürs Helfen, fürs Tipps geben, für Ratschläge, für alles Mögliche, für all eure lieben Kommentare. Es ist echt ein Hammer, wirklich. Ich bin wirklich mit euch gesegnet. Ja, das kann man wirklich so sagen. Und diesbezüglich vielen, 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 vielen lieben Dank schon mal. Und Jahresrückblick wollte ich eigentlich machen, ne? Der größte Jahresrückblick seid immer ihr lieben Zuschauer, für uns alle. Ihr seid für uns das Kostbarste. Die Zeit, die wir mit euch verbringen dürfen, ist für uns das Wertvollste. Für uns YouTuber, ich glaube, da spreche ich jedem aus der Seele. Und wie gesagt, im Namen von uns allen, ganz besonders auch von mir, vielen lieben Dank an euch alle. So, was ist heuer passiert im Jahr 2016? Jo, der Jänner hat angefangen. Wir hatten, glaube ich, also Zockerbraut, wir waren, glaube ich, so um die 30 Abonnenten groß, ne? Habe mich da schon wahnsinnig gefreut darüber. Hab dann auch, ein starkes Monat darauf hat dann die Zockerbraut, also mein Kanal, Geburtstag gefeiert. Ich hoffe, der Kuchen und was war's, Kaffee, glaube ich, ne? Oder Sekt, Kindersekt, was ihr auch immer mochtet oder wolltet, hat euch geschmeckt. War ja nur eine bildliche, ja, Geschichte, aber mit dem Hintergrund eben, dass ich mich bei euch bedanken wollte und ich hoffe, ich habe es auch ausreichend getan. Jo, dann war März, April, Mai, Juni und der stressige Juli, wo wir eigentlich, meine Familie und ich, da wahnsinnige organisatorische Probleme mit dem Asphalt hatten, denn unser Weg, also zu mir heim, der Weg, ist echt uralt, kaputt, wahnsinnig, also die Beschaffenheit des Weges, es ist ein Schotterweg, also geschottert, ja, kleine, also grober Sand, wenn man so möchte, ne? Ganz grober Sand, Steine und so, ne? Und durch das jahrelange Schottern, durch das viele mit dem Schneepflugfahren und so, hat sich der Boden also quasi immer weiter zurückgebildet. Also der Weg, kann man sagen. Ne? Und jetzt sind eben schon die Steine, die man eigentlich damals für den Wegbau benutzt haben, die sind eben schon rausgekommen. Und das sind nicht kleine Steinchen, sondern so schon bald so felsenartig. Ne? Und weitere Schotterungen hätten sich nicht mehr ausgezahlt, weil... Die werden nur wieder dann im Winter bei uns im Gras gelandet. Und so haben wir uns entschieden, ja, Asphalt muss her. Das haben wir uns eh schon länger entschieden. Wir haben auch schon länger einen Antrag gestellt gehabt. Aber das ist nicht mehr so einfach wie vor 10, 15 Jahren, dass man sagt, gut, ist gespeichert, wird gemacht.
Nein, heute werden einem Felsen in den Weg gelegt, und zwar ordentlichst. Ordentlichst, ja. Mein Vati, also uns allen, sind, glaube ich, ein paar graue Haare gewachsen. Meine sind sogar blau geworden. Schau mal, mit Mascherl. Und ja, durch vieles wochenlanges Hin und Her, Überreden, Bitten, Betteln und auch schon der eine oder andere Wutausbruch haben dazu verholfen und geführt, dass wir ja, uns eine neue Schotterung durchkämpfen mussten. Jetzt denkt sie, warum wieder Schotterung, ne? Die erste Arbeit, um einen Asphalt zu bekommen, ist eben eine Schotterung. Der Weg muss aufgebessert werden, der Weg muss eine Grundschottierung, Schotterung bekommen, der Weg muss Drainagen kriegen fürs Wasser, was dann gezielt wegrinnen kann. Also da war schon mal die erste Arbeit fällig. Die hat leider länger gedauert als geplant. Als geplant war, als berechnet war, statt circa 2 Wochen, also 1,5 Wochen, haben wir ein gutes Monat für den Weg gebraucht. Das war eben der stressige Juli, denn da kam noch obendrein unsere Heidelbeerernte dazu, die wir jedes Jahr haben. Meine Eltern haben ja eine kleine Heidelbeerplantage, die wir ab Hof verkaufen dürfen. Das ist auch finanzamtmäßig alles geregelt, dass wir da jetzt kein Unternehmen und so mit Steuern und hin und her da ja drauf achten müssen. Also wir sind klein genug, dass wir aus dem Steuerrahmen rausfallen. Also wir können ab Hofverkauf machen und wir dürfen den Erlös für uns behalten. So, jo. Das sind jetzt zwar keine, wie soll ich sagen, keine zertifizierten Bio-Heidelbeeren, aber wir düngen und spritzen alles biologisch. Also da wird auch eisern drauf geschaut. Es gibt bei uns keine Spritzmittel, die irgendwie chemisch hergestellt sind. Gibt es nicht. Bei uns ist alles bio, soweit es geht. Nur das Doofe ist, wenn wir das zertifizieren würden, müssen wir uns eben an den Vorschriften und alles Mögliche halten. Das heißt, es kommt immer wer, ein, es ist immer mal ein Prüfer vorbei, was eh alles rechtens ist, keine Frage. Aber wir sind so ein kleiner Betrieb, das stürzt uns wieder in solche Unkosten. Und so wissen die Leute, die bei uns in der Gegend sind, die können jederzeit zu uns kommen, die werden da nie irgendwas Schlimmes oder so entdecken. Also bei uns wird wirklich alles auch von Hand gepflückt, das ist ganz wichtig, weil mit so einer Riffel klappt das nicht. Das geht bei den Waldheidelbeeren, aber nicht bei einer Kulturheidelbeer. Also bei uns wird wirklich auch ausgeklaubt. Also wenn jetzt irgendwo kleine Zweige, also Äste, die mit reingefallen sind oder Blätter, das wird alles rausgesucht, dass man wirklich mit der Hand quasi dann eine Faustvoll Heidelbeeren nehmen kann und sie gleich mal in den Mund stopfen kann. Also da passiert gar nichts. Und die schmecken auch. Also wirklich. Könnt's dann gern mal unsere treuen Kunden und Kundinnen fragen. Die sind allesamt sehr begeistert. Und natürlich wir selber auch. Wir würden das Produkt nicht verkaufen, wenn es uns nicht schmecken wird. So, das Ganze hat eben insgesamt ja ein gutes Monat gedauert. Ich habe zwar versucht, so viele Let's Plays wie möglich aufzunehmen, hat aber bei weitem nicht gereicht, um diese Zeit zu überbrücken. Ich bin dann schon früh morgens ja raus wegen Weg. Da musst du Foto machen. Du musst ja, wir haben halt gesagt, wir verpflegen auch unsere Arbeiter dort. Die kriegen Essen, die kriegen Trinken, also Jause, Trinken und so weiter. Das musste alles gemacht werden, gekocht werden, eingekauft werden. Also puh, ja, da war ordentlich Stress. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass in diesem Zeitraum sicher 3 Wochen oder was kein einziges Video von mir hochgeladen worden ist. Ich hatte keine Kraft mehr. Wenn jetzt nicht unbedingt die Arbeiter zu versorgen waren oder diesbezüglich auch zum Einkaufen war, war eben die Heidelbeerernte da. Das war ein Fulltime-Job. Also ich war ungelogen täglich 15 Stunden auf den Beinen von 6 Uhr in der Früh bis 21 Uhr. Dann war mal Arbeitsschluss. Dann war noch zum Abendessen, dann war noch zum Bett fertig machen und dann ist wieder geschlafen worden bis 6 in der Früh. Also ich hatte gerade so meine 8 Stunden Schlaf, eigentlich 7 so ungefähr, ja. Ich weiß, ich jammere jetzt gerade, aber ich meine, ich wollte es nur mal erzählen, weil jetzt beim Jahresrückblick, glaube ich, passt das recht gut. Jo, und dann war es August, da war der August vorbei, dann war September.
Dann war unsere Schotterung endlich fertig, also die Wegaufbereitung war fertig und dann kam das nächste Malheur. Kein Asphalt in Sicht. Versprochen wurde uns 2 Monate später, dass wir den fix kriegen. Und dann kam der liebe Staat, der liebe Staat ist falsch gesagt, dann kam die EU und meinte, ne, vergiss es. Mein Vati natürlich sofort auf die Barrikaden gestiegen und hat sich mit Mühe und Not, mit Blut und Wasser geschwitzten Einsatz, haben wir uns den Asphalt erkämpft. Und Gott sei Dank, durch eine ganz liebe Firma, die für uns den Asphalt gemacht hat, die im Voraus die Arbeit geleistet hat und auf die Förderung dann warten tut, also sprich, die haben das momentan gratis gemacht, haben wir noch rechtzeitig den Asphalt bekommen. Da war es aber schon Herbst, da war es schon Spätherbst, da war es November, Oktober, Oktober, ja, Ende Oktober, Anfang November, sowas rum. Das heißt, das Laub fällt von den Bäumen. Und wie ihr bestimmt wisst, Asphalt und Laub verträgt sich nicht. Jetzt mussten wir so ein, so ein Laubgebläse kaufen, das dann per Generator betrieben worden ist. Ja, so ein Generator wie bei Fallout, na so schlimm nicht, aber den Generator haben wir dann quasi auf die Kippmulde von unserem Traktor gestellt und mein Vati hat dann eben, also einer ist mit dem Traktor gefahren, der andere hat dabei Laub gebläst und dann hat man mal wieder getauscht, haben ihm dafür sorgen müssen, dass das gesamte Laub von dem Wald, wo unser Weg durchgeht, ja, weggeblasen wird. So, das war aber gar eine ganz schöne Menge. Für den Weg, der ist circa, jo, 800 Meter lang, haben mein Vati, also haben wir immer pro Strecke so um die 3 bis 6 Stunden gebraucht, bis wir einmal durch waren. Das ist viel. Nichtsdestotrotz, der Aufwand hat sich mehr als gelohnt. Der Asphalt steht, das Bankett ist gemacht, also auf der Seite vom Weg, ne? Alles schön, alles toll. Wir haben den ersten Schnee schon überstanden. Das schmilzt weg wie Butter, der Schnee. Kaum zum, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem Weg, den wir vorher hatten, mit dem alten Schotterweg. Das war eine Eisplatte damals. Und jetzt ist so lustig Autofahren. Echt der Wahnsinn. Echt. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Ja, das war eben das private Happy End des heutigen Jahres. Mein Happy End ist sowieso jeden Tag mit euch. Also jeder Tag fängt für mich super an und endet super. Allein dafür, dass ich für euch Videos machen darf, dass sie euch gefallen. Also von YouTube-Seite her gibt es bei mir gar nichts zum Beschweren. Auch selbstverständlich ein vieles liebes, großes Dankeschön an YouTube, dass ihr uns das überhaupt ermöglicht, dass wir überhaupt in der Lage sein dürfen, Videos hochzuladen. Schleimer! Wer hat das gesagt? Wer war das? Ich meine das ernst. Vielen Dank, liebes YouTube, wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr oft oder viel Danksagungen kriegt. Ich glaube eher weniger. Eher mehr Shitstorms und so weiter. Vor allem, was in letzter Zeit so passiert ist, ne? Aber ich kann schön meine Klappe halten, weil ich verdiene, Gott sei Dank, sag ich mal, noch kein Geld mit YouTube. Dafür bin ich noch zu klein, zu jung. Also mein Kanal ist zu klein, ne? Und ja, in dem Sinne ist meine Existenz nicht betroffen, ne? Aber vielleicht hat YouTube uns Let's Player doch noch ein bisschen lieb und vielleicht, wenn wir ganz lieb bitte, bitte sagen, bitte, 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 vielleicht sind sie dann wieder lieb zu uns. Also lieb ja. Jo. Yes. Ja, wie gesagt, mir macht es nach wie vor wahnsinnig Spaß, für euch Let's Plays zu machen. Ich bin auch schon die letzten Tage ganz krank gewesen. Ich hatte nämlich auch ein technisches Problemchen. Und zwar konnte mein PC, aus welchen Gründen auch immer, das Dateiformat von meinen Videos nicht erkennen. Das heißt, ich durfte sämtliche, ja, Resident Evil Parts löschen, ich durfte Fallout Parts löschen. Ich habe 2 bis 3 Tage, ja, konnte ich nichts machen, bis ich herausgefunden habe, was das Problem war. Jo, kein fehlendes Update oder so, nein. Es war dann voraussichtlich mein Headset schuld, dass dann irgendwie, wo dann Windows irgendwie gemeint hat, nö, es ist zwar kompatibel mit mir, aber momentan kann ich es nicht brauchen. Oh, so irgendwie. Das hat dann irgendwie im Hintergrund einen kleinen Fehler gegeben und deshalb konnten meine Videos nicht verarbeitet werden, geschweige denn hochgeladen werden.
Super. Das heißt, nochmal machen. Das heißt, morgen muss ich mich unbedingt dahinter klemmen. Morgen muss ich unbedingt schauen, dass ich noch ein paar Resident Evil Parts zusammenbringe. Ich bin jetzt die letzten Tage nicht dazugekommen. Zum einen eben das Technische, zum anderen waren noch die Weihnachten, die Verwandtschaftsbesuche. Ich habe, glaube ich, 5 Kilo oder so zugenommen. Ich freue mich aufs Fasten. Und ja, das war's dann auch schon fürs heutige Jahr, was so passiert ist, ne? Wie gesagt, momentan läuft wieder alles technisch. Ich bin gerade wieder dabei, Parts aufzunehmen. Final Fantasy habe ich heute fertig gemacht, also weitergemacht. Fertig noch nicht, sind wir noch nicht ganz fertig mit dem Spiel, aber weitergemacht. 4 Parts, glaube ich, habe ich zusammengeschustert. Das haut hin. Reicht wieder für ein paar Tage. Morgen, wie gesagt, will ich hoffen, dass wieder Resident Evil funktionieren tut. Dann gibt es auch da gleich wieder ein paar Videos auf YouTube. Also das nächste Jahr fängt super an, hoffe ich. Ist ja eh schon morgen, ne? Ja, ist sonst irgendwas Neues bei mir? Ja, stimmt, das habe ich vergessen zu erzählen. Nochmal zurückgespult zum August, zu meinem Geburtstag, der 6. August. An dem Tag, wo ich meinen allerersten Twitch probiert habe, Stream probiert habe, so muss ich fast sagen, da habe ich nämlich ein ganz besonderes Geschenk bekommen. 3 Farbmausdamen beehren mich seitdem. Und ich versuche nach Leibeskräften, ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen. Ich hatte vorher keine Ahnung, was es mit Farbmäusen auf sich hat. Gar nichts, null. Ich bin jetzt noch immer dabei zu lernen. Und laut Fellbeschaffenheit meiner kleinen 3 Mäusedamen schön weich und zart, scheint zumindest die Ernährung und das Wohlbefinden der Mäuschen gut zu sein. Dass sie auch hier und da Popcornen, was sich komisch jetzt anhört, aber das sind so Momente, wo sie auf einmal losspringen und das ein Zeichen von höchster Freude ist, glaube ich, mache ich alles richtig. Yay! Ja, da schaut der Wolf immer rein, darum schaue ich immer rüber zu ihm. Hey! Er wünscht euch auch einen guten Rutsch und nachträglich natürlich auch frohe Weihnachten. Ja, selbstverständlich. Ja, also 3 Farbmausdamen, da habe ich auch jetzt ein kleines Projekt begonnen. Ich möchte ihnen nämlich eine kleine, ich würde es mal sagen, Mäusevilla bauen. Ja, aus einem IKEA Ivar-Regal. Jo, da habe ich auch einen tollen Bauplan dazu bekommen und ein paar eigene, sage ich mal, eigene Kreation dazu gedüftelt. Wie das dann im Endeffekt ausschauen wird, das werdet ihr bei meinem 100 Abonnenten-Special sehen, weil da habe ich mir voll und fest vorgenommen, das als Thema zu nehmen. Jo, also schön abonnieren. Na, Spaß, Spaß. Immer schön freiwillig, bitte, ja? So, ja. Gut. Aber nicht nur fürs 100 Abonnenten-Special wird das gebaut, sondern weil es mir am Herzen liegt. Ich möchte das so gerne haben. Ich möchte den 3 Schatzilis ein Mäuseleben bieten, wo jede Hausmaus, wo jeder, keine Ahnung, wo jede Zoofachmaus oder gezüchtete Maus neidisch wird. So. So schaut's aus. Jawohl. Ja, das Ganze ist durch das selber bauen ist das Ganze wirklich äußerst günstig, muss ich sagen. Ich habe schon fertige ja, Nagarien und sonstige Geschichten mir angeschaut. Und um die Größe zu bekommen, die ich da habe, muss ich schon mal 1.000 Euro locker machen. Das ist zu teuer. Selbst ist die Frau und deshalb wird das selber gemacht. Jo. Und wenn es soweit ist, wenn wir die 100 Abos zusammenkratzen können, dann zeige ich euch, was ich zusammengeferkelt habe. Jo. Zusammen mit meinem Vati und meinem Freund. Jo. Alleine geht das nicht so gut. Na gut. Das zu dem jetzt. Jo, ist noch irgendwas passiert in diesem Jahr? Ich glaube nicht unbedingt. 5 Minuten circa noch. Okay? Ja, okay. Darf noch 5 Minuten machen. So, ja, ansonsten ist im heutigen Jahr weder privat noch auf YouTube für mich irgendwas Dramatisches passiert. Wie gesagt, Grund zur Freude habe ich jeden Tag dank euch. Vielen lieben Dank dafür. Und ich hoffe, ich darf euch weiterhin eine Freude machen, weil ich für mich, also wie gesagt, ich freue mich sowieso jedes Mal, wenn ich LPs machen darf, wenn ich Videos machen darf. Und ich hoffe auch, dass dieses Video euch gefallen wird und gefallen tut. Jo, ich habe mir sogar extra, wie gesagt,
da so Geschenksbänder ins Haar geflochten, ja, dass es auch ein bisschen weihnachtlich ausschaut, vielleicht. Ich hätte mir vielleicht noch was auf den Kopf machen können, aber ist wurscht. So 0850, glaube ich. Passt schon. So, ich fange Schmarrnreden an. Fällt mir gerade auf. Weil ich nicht weiß, was ich noch sagen soll, außer vielen lieben Dank nochmal. Und ja, ich würde sagen, dann mach mal Schluss. Ihr Lieben, das Jahr ist zu Ende. Ein schönes Jahr aus meiner Sicht als YouTuberin. Ein schönes Ende fürs Private mit schönem Happy End. Ich kann ruhigen Gewissens glücklich und zufrieden ins nächste Jahr marschieren und rutschen. Und hoffentlich fliege ich dabei nicht auf die Nase. Ja, sonst habt ihr nächstes Jahr was zu lachen. Und euch wünsche ich von ganzem Herzen ebenfalls einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Tut's euch bitte nicht weh dabei. Feiert's und genießt es. Und ich hoffe, dass sich eure guten Vorsätze erfüllen, beziehungsweise auch erfüllen lassen. Und wenn es auch nur kleine Schritte bis zum großen Ziel sind, das ist alles schon geholfen. Jo, das ist alles gut. Na fein. Mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, wenn ich sage, ich will abnehmen, ist es schon mal gelogen. Wollen schon, aber zusammenbringen schwer. Ja, nein, ich würde, als mein guter Vorsatz ist, dass ich es weiterhin schaffen will, werde und möchte, euch mit meinen Videos eine Freude zu machen. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Projekte, die anstehen, die im Laufe des nächsten Jahres kommen und die wir gemeinsam ergründen und erkunden werden und auch entdecken und alles zusammen. Jawohl. So, in diesem Sinne, nochmals wünsche ich euch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, werdet gesund, je nachdem. Ja, feiert schön mit eurer Familie oder allein, wie es ist, gerne mögt. Oder geht's wohin, gemeinschaftlich irgendwohin feiern, auf eine Party oder so. Oder Disco, wie auch immer. Und ganz wichtig, tut's euch nicht weh am heutigen Tag. Es wäre echt schade um euch. Und ja, Bröstelchen. Und alles Liebe, alles Gute und vielen, vielen lieben Dank, dass es euch gibt. Also dann, bis zum nächsten Jahr. Tschüssi!